Hallo liebe Sport- und Fitnessfreunde, ihr habt schon mein Product Review gesehen zum Giant Megamass 4000. Jetzt stellen wir euch die Löslichkeit vor. Ist dieses Produkt gut löslich? Was für eine Flüssigkeit werden wir verwenden? Wasser, Saft, Milch? Wir nehmen Wasser. So, wir werden jetzt hier mal die Packung für euch aufmachen. Und wenn wir den großen Sack mal rausholen, also wie gesagt, das sind 7 Kilo. So, okay. Dann tun wir das mal kurz runter. Also ihr seht hier, ich lasse jetzt mal den Klang, den Sound, ist bestimmt ganz interessant. 7 Kilo, da habt ihr eine ganze Menge Holz drin. So. Ah, ging auch so. Messer gar nicht gebraucht, oder? Doch, ja. Gleich nochmal einen Löffel holen. Also 7 Kilo beim Wider Megamass mit drin. Da habt ihr eine ganze Menge Holz. So. Und zwar eine Portion, 6 Löffel, wenn wir jetzt hier schön reinmachen, schön zum Wachsen, schön um Masse aufzubauen. Zweite Löffel, dritte Löffel, vierte, fünfte und hier jetzt haben wir noch den 6. Löffel. Wie gesagt, immer schön gehäuft. Wir haben hier jetzt 6 Löffel, entspricht einer 150 Gramm Portion Joey Wheeler Giant Megamass. Und jetzt werden wir gleich noch das Wasser für euch einschenken und werden dann mal schauen, wie es mit der Löslichkeit ist. So, okay. So, den Sack werden wir für euch jetzt mal wegtun. Okay, alles in den guten schönen Shaker hier. So, dann werden wir uns den Weight Gainer mal genehmigen. Machen schön auf. Schenken ein. Konsistenz ist sehr gut, sieht sehr cremig aus, allerdings auch nicht so dickflüssig. So, dann würde ich sagen, Prost. Wir schauen vorher aber noch mal kurz hier rein. Also ihr seht es ja, wir können da gerade ein bisschen ranzoomen. Konsistenz, Löslichkeit sehr gut, keine Klumpenbildung. Eine leichte Schaumkrone obendrauf. Perfekt, so wie es eigentlich sein sollte. Dann würde ich mal sagen, take care, keep on pumping, I'll be back.